Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen und was geht hier zu einer neuen Folge auf unserem Kanal? Ja, wir sind heute auf der Map Tatrahausen unterwegs mit dem KT4 DTM vom Kartoffelphantom. Und das letzte Video ist ja nun schon ein bisschen länger her, hat sich aber auch viel getan am Fahrzeug und deswegen wollen wir euch heute mal wieder ein neues Video präsentieren. Ja, das Fahrzeug seht ihr hier schon stehen, das ist der KT, wie man ihn kennt. Schöne Werbung für einen Spirituosenhersteller aus Mitteldeutschland. Wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen und so, ne? Produktplatzierung. Ja, was ist auffällig? Genau, man sieht es sofort. Das ist der Scheibenwischer. Der ist neu endlich am Fahrzeug. Und ja, das ist natürlich schon ein kleines optisches Highlight, muss ich sagen. Weil nicht nur, dass der ja, komplett ausmodelliert ist und gut texturiert ist, sondern nein. Der Schlauch für das Wischwasser ist auch mit anmodelliert. Das ist natürlich schon ein kleines Highlight und macht natürlich optisch richtig was her. Also der Wagen wirkt jetzt auch gleich ganz anders. Ja, und das nächste, was wir jetzt hier gleich direkt sehen, ist das Logo. Das CKD-Logo, das 1989 eingeführt wurde, was quasi eine neuere Version ist. Das wurde dann am T6 und am KT verbaut, ab Baujahr 89. Und das haben wir jetzt hier einmal als Blechversion, wie es halt original war, quasi als 3D. Modell, richtig mit Abhebung. Und dem hinteren Wagen habe ich mal die andere Variante verbaut. Das ist der Aufkleber, wie man es in Berlin bei der Verabschiedung der KT4 DTM gemacht hat. Das ist jetzt halt flach und ja, nur ein Aufkleber. Das kann man in der Auswahl am Anfang sich aussuchen, was man da haben möchte. Entweder gar keins oder halt das Blechschild oder den Aufkleber. So, das wäre erstmal das soweit. Jetzt hier rüber switchen auf die andere Fahrzeugseite, dann sehen wir hier das Schiebefenster für den Fahrer. Das ist auf der rechten Seite jetzt auch schon eingebaut und auch schon animiert. Ja, links fehlt es noch, das kommt aber. Und was hat sich noch getan? Eine ganze Menge Sounds sind eingebaut worden in das Fahrzeug. Und viel im Skript ist noch passiert. Das kann man natürlich nicht zeigen, aber zumindest mal erwähnen. Ja, jetzt haben wir noch so einen neuen Sounds. Ja, da gehen wir doch mal direkt in das Fahrzeug, denn wir gehen erstmal in den Fahrstand. Ja, wenn ich jetzt hier auf so einen Taster drücke, dann macht das wunderschöne Geräusche. So ein bisschen quietschi, ja, so ein bisschen abgenutzt das Ganze. Und was haben wir noch Neues? Die Fahrerkabinentür macht jetzt auch Geräusche. Wenn ich jetzt mal hier auf die Klinke drücke. Ah, herrlich, ne? Dann klingt das schon ganz gut. Und wenn ich sie zumache, dann. Klack, genau. Ja, dann hört man auch die Kabinentür. So, ich stelle mir schnell nochmal meinen Sitz ein. Weil kein Fahren ohne richtige Sitzeinstellung. Und auch den Spiegel stelle ich mir nochmal in die richtige Position. Ja, dann haben wir noch neu als Sound, wenn wir jetzt hier in den Fahrgastraum gehen, den Sitz für den Batteriekasten. Und zwar einmal den Anschlag auf dem Sitz. Achtung. Ja, auch schön mit dem Nachwippen. Also echt gut gemacht. Und dann der eigentliche Batterietrennschalter selbst hat jetzt auch einen Sound. Klack, dann gehört das nochmal raus und nochmal rein. Und wenn wir den Sitz zurückklappen in die geschlossene Position, macht der auch ein Geräusch. Ja, wenn ich hier schon mal gerade bin, dann können wir uns nochmal hier die Dachluke angucken. Und die macht jetzt auch Geräusche. Und auch das Ganze bei zu wieder. Klack. Zu. Ja. Ach so, ja, den Schlüssel, den klaue ich mir mal kurz. Und dann macht auch das Heckfahrpult dem Schlüssel jetzt ein Geräusch. Und auch beim Zumachen. Und der Schlüssel halt. Genial, oder? So, dann stecken wir den Schlüssel wieder rein vorne. So, und dann rüsten wir das Fahrzeug jetzt mal auf, damit wir losfahren können. So, dann schaltet sich das Ibis jetzt ein. Genau, wir wollen auf der Linie 1 fahren. Und zwar nach Burgdorf zum Kirchplatz. Die Ausrückeroute. So, dann schalten wir das Licht nochmal ein. Extra für das Video habe ich mir meine in den Optionen meine SIFA wieder eingeschaltet, weil ich fahre normalerweise ohne SIFA. Die leuchtet so schön, dann drücken wir einmal drauf.
Ja, was wir in den Vorstellungen damals gezeigt hatten, SIFA, was man auch aus OMSI kennt, die Tab-Taste bedient das Pedal hier unten und dann überbrückt man damit die SIFA. Man muss die Taste aber gedrückt halten, sonst macht der Wagen nämlich genau das, was er machen soll, eine Zwangsbremsung. Man muss jetzt aber, um das nicht zu haben, falls man das nicht haben möchte, nicht mehr in den Optionen den Totmannschalter ausschalten, sondern man kann jetzt hier auf den Sollwertgeber einmal draufklicken, dann geht die Kugel runter. Und dann ist die SIFA auch überbrückt. Das heißt, der Wagen fährt trotzdem. Dann mache ich jetzt auch gleich mal direkt die Tür zu und fahre einfach mal los. Ja, dann gibt es gleich noch etwas zu sehen, eine Neuerung. Und vielleicht ist dem einen oder anderen jetzt auch aufgefallen, dass es noch einen neuen Sound gibt, auf den ich gleich noch eingehen werde. So. Ja, das Weichenlagesignal hat sich gerade eingeschaltet, ohne dass ich etwas getan habe. Also, ne, ich bin nicht aufs Ibis und habe die Taste gedrückt. Ich habe auch sonst nichts gedrückt, sondern das ist eine automatische Weiterschaltung, die der Kartoffelphantom uns da eingebaut hat. Beziehungsweise generell erstmal das Fahrzeug eingeschaltet hat, und zwar eine automatische Haltestellenweiterschaltung. Die funktioniert so: man gibt Liniekurs ein, fährt eine Haltestelle an, hält an, gibt einmal Türfreigabe, nimmt es wieder raus oder man öffnet die Tür zwangs und schließt die zwang und fährt dann weiter. Man muss aber halt an jeder Haltestelle einmal anhalten und zumindest die Türfreigabe machen, damit die Weiterschaltung auch funktioniert. Sonst bleibt sie dort stehen, wo die letzte Haltestelle war, wo man das gemacht hat. Und genauso funktioniert jetzt auch die Weichensteuerung. Man kann das einskripten über eine spezielle FIS-Datei, dass dann halt ab einer gewissen Haltestelle ein gewisses Signal gesendet wird von dem Fahrzeug. Dazu ist aber halt auch wieder wichtig, an die Haltestelle anhalten, Türfreigabe oder öffnen, schließen. Und dann kann man auch die Weichensteuerung vom Fahrzeug übernehmen lassen. Das haben wir jetzt hier auf Tatrahausen schon umgesetzt. Und ja, dann fahre ich doch einfach mal los. Und wir gucken uns mal, was hier so passiert ist. Ja, der Abschnitt jetzt hier ist komplett überarbeitet worden neu, weil mir da einige Sachen nicht mehr gefallen haben, wie zum Beispiel diese Steigung bzw. Gefälle jetzt hier gleich. Das mit so einem, war so ein Absatz drin, das hat mir nicht gefallen. Und auch das Layout der Straße hat mir nicht mehr gefallen. Das ist jetzt hier alles neu, schon mit Straßenmarkierung. Die Oberleitung ist überarbeitet und komplett durchgezogen. Die Endstelle Rebenweg wurde komplett nochmal überarbeitet und auch teils auch vervollständigt. Nächste Haltestelle, Universitätsklinik. Ja, das sind die schönen Ansagen von dem Red Dragon gesprochen. Und dann sind wir jetzt hier quasi an der Uni. Ja, was war jetzt der Sound in den wir jetzt hier gerade hören, das ist der Sollwertgeber. Der hat jetzt auch einen neuen Sound, und zwar, wenn man ihn in die Nullstellung rein und raus bewegt, dann hat er halt diesen Sound bekommen. Der ist halt auch neu, der Sound. Und wenn wir jetzt dann gleich hinten über die Weichen fahren, beziehungsweise die Gleiskreuzung, da müsst ihr mal auf achten, ist auch ein Sound eingebaut für flache Weichen. Das ist auch ganz nice. So, wenn wir jetzt hier gleich die Haltestelle Leipziger Chaussee befahren, dann müsst ihr mal wie auf, im Hintergrund achten Nächste auf Haltestelle, das Leipziger Chaussee. Weichenlagesignal. Und zwar genau jetzt. Zack. Geht's an. Anforderungen, Weichenlagesignal nach links. Das ist genau die Richtung, die wir fahren wollen. Und ja, dann halte ich jetzt hier mal an, öffne mal die Türen. Und dann können wir uns den nächsten Sound anhören, der jetzt neu ist. Und zwar ist das Türschließsignal. Ja, ganz leise hat man es gerade gehört. Irgendwo ist noch eine Tür zuletzt zugegangen. Es waren jetzt leider alle fast ein bisschen zu synchron. Es gibt halt auch so, dass alle Türen sehr unterschiedlich zueinander sind. Und dann ist dieser Sound natürlich auch richtig genial, weil dann alle Türen einen unterschiedlichen Sound haben. Und diese, also vom Ablauf her. Und das gibt natürlich richtig geile Soundkulisse hier.
Also das ist auch sehr nice gemacht. Ja, der Scheibenwischer, den hatte ich ja gesagt, können wir mal auf eingehen. In der Intervallschaltung, lassen wir mal laufen. Aber man hört den Klang auch. Jetzt müssen wir auf die Weichen achten. Ja, das ist dieser Sound für die Flachrillenweichen, wenn das Fahrzeug das überfährt. Auch sehr, sehr schick, muss ich sagen. So, dieser Abschnitt ist jetzt neu in der Strecke nach Burgdorf. Der sollte eigentlich Nächste ja, Haltestelle, Marvin an Dietrichsallee. einer anderen Stelle hier gebaut werden. Leider war dann leider die Kachelgrenze und dann musste ich mich dazu entscheiden, hier woanders in eine andere Richtung zu bauen. Das habe ich mich für hier entschieden. Na, kriegen wir die Phase noch? Nein, die Phase kriegen wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal warten. Das ist eine festzeitgesteuerte Phase. Das heißt, wir müssen jetzt einmal warten, bis der Durchlauf rum ist. Ja, da hinten ist der eingleisige Abschnitt. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen Verzögerung durch die Ampel, die können wir jetzt nutzen. Und uns den Scheibenwischer nochmal angucken. Wenn ich hier jetzt nochmal einschalte, so, dann sehen wir jetzt, wie die sich bewegt. Aber achtet mal auf diesen Schlauch von Spritzwasser. Ist das nicht genial? Der sich mitbewegt, der ist komplett mitanimiert. Also da hat der Kartoffelphantom echt was Geniales gemacht. Und jetzt haben wir hier ein bisschen alle Stufen, also alle Geschwindigkeitsstufen sind vorhanden, können wir nutzen. Und ja, das ist echt schon genial gemacht, das Ding. So, jetzt haben wir endlich mal Fahrt frei. Dann fahren wir jetzt in die Haltestelle Marvin-Dietrich-Allee ein. Kreuzen hier nochmal so eine große Kreuzung. Ja, es ist dann noch recht leer. Es ist, wie gesagt, alles gerade im Entstehen. Und ja, befinden uns jetzt quasi vor dem eingleisigen Abschnitt. Die Signalanlage ist voll funktionsfähig und auch so konzipiert, dass sich ein Fahrzeug in dem Abschnitt befindet, man nicht reinfahren kann. Man bekommt quasi keine freie Fahrt. Erst wenn das Fahrzeug aus dem Abschnitt raus ist, sich abgemeldet hat, würde man dann freie Fahrt bekommen. Allerdings bekommen erst oben in Burgdorf die Autos und die Fußgänger noch einmal einen Umlauf, damit auch da nicht zu lange Stau ist. So, im Hintergrund höre ich ganz leise, da kommt ein Fahrzeug. Ja, bis das da ist, kann ich noch schnell was erklären. Und zwar haben wir jetzt hier das G2. Das ist vom Kartoffelphantom. Dazu gibt es noch ein G1. Die sind beschriftbar, frei. Und das hat er uns gemacht, weil das Angebot, was momentan ankommt, da es leider nicht ausreichend genug war, weil wir halt frei beschriftbare haben wollten. Und ja, da muss man mal sagen, hat er echt schnell und gut gemacht. Also nochmal ein großes Dankeschön dafür. Und ach, da kommt der Arbeitswagen. Ach, der Arbeitswagen ist nie gut. Und dann ist irgendwas kaputt. Oder irgendeiner ist kaputt. Ja, dieses Standgeräusch, was wir jetzt hier gerade hören, das ist der Umformer, der jetzt hier läuft, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist. Der Sound ist übrigens auch neu, das hatte ich vorhin vergessen. Der läuft jetzt auch schön mit. Oh, der Kollege mit dem ATW. Oh. Dann kann ich ja die Türen langsam mal zumachen. Dann kriegen wir hier auch bald freie Fahrt. Ja, wie gesagt, das Umformersummen ist auch neu. Das ist jetzt mit drin. Ist auch ein sehr schöner Sound und halt auch sehr authentisch, ne? Das Fahrzeug halt bei den Touristoren, das brummt halt. Der Umformer. Also so langsam aber sicher komplettiert sich das Fahrzeug. Und wir kriegen freie Fahrt. So, dann geht es jetzt ab in den eingleisigen Abschnitt in Richtung Burgdorf. Und diese Weiche jetzt hier, zack, hat sich eben auch mitgestellt, wer drauf geachtet hat. Wenn ich schwul das Video kurz zurück, guckt es euch nochmal an. Ja, ich habe durch diese Nutzbarkeit der automatischen Weichenstraßenschaltung jetzt halt auch den Nächste Nutzen daraus Haltestelle, gewonnen und Burgdorf das stumpfe Fahren der Weichen sich halt auch schalten, bevor ich sie befahre. Das hat einfach den Grund, wer kennt die Leute, die im Multiplayer unterwegs sind, ja, wenn ihr steht irgendwo, fahrt lang, kommt ein anderer Spieler entgegen, fährt stumpf über eine Weiche, die steht aber in die andere Richtung, dann springt der ganze Zug um. Und um das jetzt erstmal vorerst zu vermeiden, bis Lotus das dann irgendwann selber macht, ja, stellen die Spieler jetzt quasi hier auf der Map zumindest mit dem KT automatisch die Weichen vor. Wenn man weiß, wo das ist, dann
muss man bei anderen Fahrzeugen halt auf dem Ibis ja, die Taste drücken. RKT macht es automatisch und dann ist die Weiche vorgestellt und man hat keine hin und her springenden Wagen mehr von anderen Spielern. Das ist jetzt auf dem Neubauabschnitt hier nach Burgdorf schon komplett passiert und in dem überarbeiteten Abschnitt bis vom Rebenweg bis zum Betriebshof auch. Und ja, das ist der wunderschöne gleisige Abschnitt hier mit den wunderschönen Gleisen und Schwellen vom Kartoffelphantom. Das ist ein kleines Waldgebiet, das ist halt alles noch nicht fertig. Nur so ein bisschen grob, dass man es schon mal sieht. Und ja, die Gleise sind natürlich auch richtig pornös. Diesen Schwellen, den ausgearbeiteten Halterungen für die Gleise. So, jetzt biegen wir gerade in Burgdorf ein, in die erste Haltestelle. Das ist auch passend Burgdorf-Ortseingang. Das ist später eine Rendezvous-Haltestelle mit einer Buslinie, wo dann quasi eine Umsteigemöglichkeit besteht. Denn wir biegen jetzt hier gleich rechts ab in die Wendeschleife. Die ist eine Häuserblockumfahrung. Und befinden uns dann an der Endstation. Ja, hier habe ich schon ein bisschen gestaltet, wie man sieht. Angefangen, das Ganze ein bisschen auszugestalten. Hier parken schon Autos. Hier sind schon ein paar Parkbänke. Oh, guck mal hier. Der Schorsch ist auch da. Ja, der Trabi steht. So, und auch hier sieht man, die Weiche ist schon vorausgewählt. Funktioniert einwandfrei, denn die 1 fährt immer in das Innengleis. Ist hier so gewollt. Und das Außengleis ist zum Überholen bzw. für Verstärkerlinien. Da steht auch gerade ein Wagen. Hier seht ihr oben der Gleisbesetztmelder. Und das Außengleis, also Gleis 2, ist mit einem gelben X belegt. Das heißt, dort steht ein Fahrzeug. Da steht noch ein Trabant. Übrigens hier hat der Zaun, ist sehr schön. Das ist vom Kartoffelphantom auch. Da kommen wir die Endansage. Ja, und dann sind wir auch schon am Burgdorf-Kirchplatz angekommen mit unserem Gefährt. So, ja, der Kirchplatz befindet sich hier, da, und jetzt haben wir jetzt hier noch einen zweiten Wagen stehen. Das haben wir ja schon in der Anzeige gesehen, das ist der Wagen 1261 mit einer weiteren Spirituosenwerbung. Magdeburger Kenntnis, das ist das Sudenburger Bier. Und das ist ein Repaint vom Red Dragon. Das hat er auch sehr schick gemacht, muss ich sagen, in diesem Schwarz-Gold. Das ist schon echt schick geworden. Ja, er hat ja schon das Vielmann, was wir mit einem Video mal vorgestellt haben. Das ist der Wagen 1260 mal für uns gemacht. Und das ist das zweite Repaint und das ist auch echt klasse. Also da muss man auch mal sagen, hat er sich echt Mühe gegeben und wir sind dankbar für die Repaints. Ja, mein zweiter Wagen. Ja. Huch. Das ist die Kamera wieder hochgesäppt. Ja, kann auch noch mal kurz zeigen. Phantom der Oper. Das ist ein Repaint von dem Kartoffelphantom selbst. Und ja, das ist der Wagen 1257. Der hängt eigentlich normalerweise nicht hinter dem Jägermeister. Aber das haben wir heute einfach mal so gemacht. Ja, das war es soweit von uns. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt beim nächsten Mal wieder rein. Ich denke mal, das nächste Video wird nicht ganz so lange auf sich warten lassen. Und dann bedanke ich mich, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.